So, hallo, wir machen weiter bei Tears of the Kingdom. Wir wissen endlich, was die Tränen des Königreichs sind. Das sind nämlich die Tränen, die der Drache in Form von Zelda, beziehungsweise die Zelda in Form des Drachens hier runterlässt und die uns die Erinnerungen zeigen. Eine neue Träne hat sich eröffnet, beziehungsweise hat eine neue Erinnerung wahrscheinlich geöffnet. Jetzt machen wir aber erstmal kurz den Schrein hier, den wir noch gefunden haben. Weil wir es können. Und das Ding fällt hin und her. Okay, cool. Ah, das fährt auch wieder zurück. Ach so, okay. Ja, dann wissen wir schon mal grob, was wir zu tun haben. Da ist eine Kugel. I see. Die Kugel muss da längs rollen und dann das Ding da drücken. Ja, okay, das ist jetzt nicht das Problem. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich darüber? Wahrscheinlich auch so. Ist hier irgendwo noch eine Truhe? Nee, ne? Nee. Kann ich die Kugel mitnehmen? Nee. Okay, nächste Kugelbahn. Keine Kugelbahn mehr. Okay, erstmal Truhe finden. Das ist Wasser. Da. Das habe ich nicht gesehen. Damit kann ich mich wieder hochfeuern. Okay. Das ist auch Wasser. Aber das andere Wasser ist deutlich tiefer. Yo! Das geht hier einfach richtig weit nach oben. Okay. Alles klar. Alles klar. Ah, hier ist die Kugelbahn. Dann fällt die da runter und dann muss ich unten den Schalter drücken. Und da drauf ist die Truhe? Nee. Hätte ja sein können. Ja gut, dann leg los, Kugel. Do your job. Okay, sie tut nicht ihren Job. Das war zu langsam. Ja, okay. Das war viel zu langsam. Gut, nochmal. Wollt ihr jetzt los? Ich hab's nicht gesehen.
Oh, da ist die Truhe. Okay, geht auch. Kümmern wir uns erstmal darum. Joi. So. Neuer Versuch, nach oben zu kommen. Wobei der Versuch nicht nach oben zu kommen ist, sondern der Versuch ist, die Kugel runterzubekommen. Ja, die Kugel ist schon richtig gut losgerollt. Jetzt rollt sie aber eindeutig los. Nein, ich bin so eine Pflaume. Ich bin so eine Pflaume, es ist unglaublich. Nein, ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht und dann kann ich sie nicht nutzen. Ach, ist das dumm. Eieiei. Okay, sie rollt. Bruder. Ist das frech? Wirklich sofort runter. Also ohne Umschweife. Also komm! Jetzt war ich zu schnell. Das erste Mal, dass ich zu schnell war. Frech. Was soll das denn? Kündige. Wehe. Oh. Ich dachte schon. Gott. Was ein komischer Schrein. Was ein komischer Schrein. Okay, so. Gut, dass wir den nicht im letzten Part noch gemacht haben. Gut, dass wir den nicht noch im letzten Part gemacht haben. Eieieiei. Alles klar. So. Gott, jetzt einmal das Skelett fotografieren. Ich weiß nicht mehr, wer es wollte. Irgendjemand wollte es sehen. Die Frage ist jetzt nur wieder, ab wann zählt es und ab wann zählt es nicht. Wenn ich es von hier fotografiere, müsste es doch ziemlich deutlich eigentlich sein, oder? Ah. Es wird halt nichts erkannt. Es wird halt gar nichts erkannt von dem Skelett. Eldin Riesenfossil. Immerhin hätte ich es jetzt auch auf der Karte. Also wenn ich es nochmal bräuchte, suchen würde, wüsste ich, wo es ist. Muss ich den vorderen Teil fotografieren?
Es ist halt nichts, ne? Nichts. Nichts von dem sagt mir irgendwas. Keiner sagt mir, ob es passt oder ob es nicht passt. Kannst du nochmal von vorne fotografieren. Ist doch bestimmt ein Krogi. Natürlich ist hier ein Krog. Wut, okay. Dann halt nicht. Oh. Ist das, was ich denke? Ah nee, doch nicht. Das ist der Krog. Hä, was ist, warum ist das dann hier? Für was ist die Kugel? Ich bin schon wieder richtig verwirrt. Ist hier irgendwo ein Loch für die Kugel? Nee, ne? Hä? Also, das Rätsel ist mir jetzt eigentlich auch gerade, ehrlich gesagt, egal, aber ich würde schon gerne wissen, was ich damit machen soll mit der Kugel. Ich dachte jetzt halt erst, ich lege da irgend so ein Viech frei, aber nee. Und die ist jetzt halt da runtergerollt. Ich habe keine Ahnung, was mit der... Warum habe ich die Kugel jetzt? Soll das einfach eine krasse Kugel sein, die ich irgendwie... Weiß ich nicht. Oh, warte mal. Fehlt auf der anderen Seite vielleicht ein Auge? Ja! Oh, hier fehlen mehrere Sachen, oder was? Was soll ich hier tun? Sind das Nasen? Also muss ich jetzt die Nase stecken oder was? Nee. Hä? Also da gab es jetzt ein... Aber warum? Kann ich es jetzt fotografieren? Hilft mir der Typ, der da steht, vielleicht? Hallo? Ah! Wenn ich das Fossil doch nur komplett mit beiden Augen... Ach so, ja moin. Was, wirklich? Jetzt hat es wieder zwei Augen. Ja, moin. Vor allem sieht sie das von hier. Sie sieht von hier. Sie sieht von hier. Von hier sieht sie das zweite Auge. Genau. Genau. Richtig. Sie sieht ja nicht... Ja. Danke. Zwei weitere Kolosswale. Ah, und dann muss ich bei... Ja, okay. Für sie muss ich die zusammensetzen. Wir waren ja schon mal bei dem anderen Kolosswal.
Eben in dieser Hebra-Region. Ah, ja. Ja, und da war ja das Problem, dass der auch zusammengesetzt werden musste. Aber ich habe ja, ich habe es ja gemacht, aber es hat es nicht angenommen, weil wir die Quest von ihr nicht hatten. Okay, alles klar. Okay. Dann ist das bei ihr so ein Ding. Ja, okay, alles klar. Musste ich dann gar nicht fotografieren? War das sie, die ich einfach hier treffen sollte? Also ich fotografiere sie jedenfalls nochmal. So, und dann... Dann ist jetzt auch gut. Wir müssen ganz woanders hin. Und zwar irgendwie hier hinkommen. Von welchem Schrein aus geht das denn am besten? Von dem Turm aus hier. Ich bin ultra gespannt, was Zelda jetzt hier für uns noch für eine Erinnerung hin platziert hat. Ich bin sehr, sehr gespannt. Weil das kam jetzt ja erst mit der letzten Geoglyphe. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Let's go. Ja, perfekt. Von hier aus kommt es super hin. Da ist so ein Alpha-Krieger-Konstrukt, ne? Ich will nur kurz gucken, ob da drauf irgendwas Brauchbares für mich ist. Oh ja, ein Fluggerät ist hier drauf. So. Dann kann das jetzt nämlich gleich in die Favoriten. Zack. Die Favoritenleiste ist voll. Eins, zwei. Man kann 8 Favoriten haben. Oh, ich habe das schon in den Favoriten, okay. Aber man kann 8 Favoriten haben und das war's. Ja, okay. Es war ein Versuch. So, wir fliegen damit jetzt zu Zelda. Ich fliege eher hoch anstatt runter, ist egal. Ach, da ist ein Schrein jetzt, oder was? Aber der war doch da auch schon davor. Der ist doch nicht jetzt aufgetaucht. Ah ja, da ist doch mal... Ja, okay. Da ist nochmal eine neue Träne, alles klar. Also erst Schrein machen, dann Träne. Ist in Ordnung. Ich weiß noch, wo mein Breath of the Wild hier diese Kugel entlang bringen musste. Das war auch so eine dämliche Mission. Zum Glück ist jetzt hier gar nichts Komisches mehr. Man kann einfach hin. Das ist so viel besser. So. Träne gucken wir gleich. Erstmal den Schrein. Feuerkraft. Sieht mir nach Elektro aus, aber okay. Hux.
Ah, okay, ich verstehe. Das hat nicht funktioniert. So schon. So, jetzt dreht er sich. Jetzt kommt der Ventilator drauf. Kann ich einmal darüber. Da ist schon mal die Feuerkraft. Da oben ist die Truhe. Ah nein, es hätte gereicht. Ich hab nicht gedacht, dass es reicht, aber es reicht. Okay. Easy. Schildtasche ist voll. Aber der stabile Sonanium-Schild kann hier gerne einfach mal die Biege machen. So. Muss ich jetzt die Dinger da einfach einschalten? Die Sprengler? Oder was ist hier meine Mission? Ah, ich verstehe. Sehr interessant. Okay. Gut. Das war zum Glück mal wieder ein kurzer Schrein. Die nehme ich gerne. So. Jetzt bin ich umso mehr gespannt, was hier los ist. Hier sind auch Piraten. Sehr interessant. Na gut, wie auch immer. Wir sind nicht wegen der Piraten hier, sondern hierfür. Let's go. Also die Erinnerung bekommt man jetzt nur, wenn man alle anderen gesehen hat. Und längst vermutet, dass Zelda der Drache ist. Also die kann man nicht vorher sehen, also da kann man nicht gespoilert werden. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich die Verwandlung. Ja, sie ist hier mit dem Schwert. Das soll das heilige Bannschwert sein. Und mein Miasma lässt es einfach so zersprengen. Eine nutzlose Klinge. Seine Macht vergrößert sich noch, wenn es von einer geheiligten Kraft durchflossen wird. Und je stärker jene Kraft ist, desto stärker wird das Schwert. Du allein besitzt nicht nur Herrschaft über die Zeit, sondern auch die Fähigkeit, dämonische Mächte zu bannen. Wer einen Mysterienstein schluckt, wird ein unsterblicher Drache, auf ewig befreit von den Fesseln der Zeit.
Minero, ich wünsche dir alles Gute. Ach was. Ja, das ist dann der Kollege, der mir das Ding gegeben hat. Das ist schon klar. Link, ich verspreche dir, ich werde das Schwert für dich heilen. Du wirst es eines Tages wieder in der Hand halten. Ich werde es so lange in heiliger Kraft einhüllen, bis es schließlich den Dämonenkönig zu bezwingen vermag. Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Ja, das sehen wir noch. Für dich. Guten Appetit. Uns alle! Verstehe. Ja, krass. Krass, krass, krass. Okay, also war die Theorie tatsächlich richtig. Zelda ist zum Drachen geworden. Insane. Tränen des Drachen. Geschafft. Okay, und jetzt sind hier einfach 3 Millionen Prinzessin Enzian. Wow. Habe ich die schon mal fotografiert? Ja, ne? Aber okay, wir gönnen uns mal ein paar Prinzessin Enzian. Holy shit. Das ist gut. Das ist eine Menge gewesen. Aber wird es jetzt noch als Weißdrache angesehen oder als Zelda? Weißdrache, okay. Wir wissen jetzt zwar, dass es Zelda ist, aber ist Weißdrache. Gut. Alter, sick. Richtig sick. So, jetzt wird mich Folgendes interessieren. Es ist ein Hauptziel gewesen.
wenn wir das jetzt hier erzählen. Nee, nicht hier. Wo ist denn Dings, unser Posten da? Wenn wir das jetzt hier erzählen, das muss doch Auswirkungen haben. Zumindest muss es irgendeinen Dialog triggern. Also auch Impa zum Beispiel kann man das doch erzählen. Und wir wissen doch jetzt, dass es eine Fake-Zelda gibt. Können wir jetzt nicht klären, dass die nicht, dass nicht die echte Zelda das sein kann und in Kakariko dann die Steine, wie wär's damit? Wir wissen das doch jetzt. Ich habe News. Ja, ihr seid nicht die News, die ich brauche. Du auch nicht. Ist die immer noch hier oben? Ah, die bewegt sich nicht von der Stelle. Wart auf Neuigkeiten. Ich hab Neuigkeiten. Ich komme nicht mit der Prinzessin zurück. Die fliegt im Himmel. Können wir klären, dass das nicht Zelda ist? Also das ist jetzt nicht miteinander verknüpft. Obwohl man jetzt das als Hauptziel geschafft hat, ist es nicht miteinander verknüpft, dass man jetzt nicht purer sagen kann, yo, übrigens, Zelda fliegt da im Himmel. Die Zelda da drüben kann nicht unsere Zelda sein. Sind wir dann jetzt wieder überrascht, wenn das Fake ist? Obwohl wir das jetzt gesehen haben, dass es Fake-Zelda gibt. Oh mein Gott. Okay, dann halt nicht. Ah. Das verstehe ich nicht, aber ist in Ordnung. Willst du meine Geschichte hören? Nee, fühle ich nicht, weil ich weiß, was mit dir geschehen ist. Also man kann jetzt, obwohl man alles erfahren hat, ja, kann man den Menschen jetzt nicht sagen, hey, so und so ist gewesen. Geht einfach nicht. Okay. Wo ist denn Impa? Ist Impa in dem Tempel? Vielleicht kann ich mit Impa quatschen. Die hat das Ganze ja begonnen mit den Geoglyphen und die ist immer dort aufgetaucht, wo Geoglyphen waren. Um uns daran zu erinnern, dass wir Geoglyphen suchen müssen. Die war mal hier am Anfang. Hier ist jetzt nicht mehr. Dann war sie aber auch mit dem Dings hier drinnen. Wir wissen jetzt, was hier alles passiert ist. Und dann wissen wir jetzt auch, warum hier so viele Dings sind. Weil das ist nämlich der Grabstein von Sonja. Das war vorher nicht klar, aber deswegen wachsen hier die Sonnenflecken. Das macht jetzt natürlich den Ort noch ein bisschen trister. So, und hier waren die aber auch Impa und Dings. Okay, die stehen jetzt auch da. So, kann ich mit euch reden und erzählen? Ja, wir haben durchaus Fortschritte gemacht. Ja, okay, ihr kann man das erzählen. In den Geoglyphen zeichneten Künstler aus alter Zeit nach, was sie sahen, als sie die Drachentränen berührten.
Vielleicht hat man damals noch intuitiv verstanden, worum es sich handelte, anders als heute. Jetzt verstehe ich, so verhält es sich also mit den Drachentränen. Wenn alle Drachenänderungen, die du gesehen hast, wahr sind, kann das nur eins bedeuten. Da Prinzessin Zelda zum Weißdrachen wurde, kann sie niemals in ihre ursprüngliche Form zurückkehren. Ah, wie entsetzlich. Prinzessin Zelda. Ja. Es muss einen Weg geben, dass Prinzessin Zelda wieder ihre ursprüngliche Form annehmen kann. Link, ich werde nach Kakariko zurückkehren und mich noch einmal in die alten Schriften vertiefen. Das ist alles, was sie jetzt für Prinzessin Zelda tun kann. Okay. Sie sagt das so, aber es löst keine neue Quest aus. Ja, gut. Eine Träne für eine Träne. Ja, jetzt ergibt das aber alles schon mal mehr Sinn. Jetzt würde mich halt interessieren, geht sie wirklich nach Kakariko? Also kann man da jetzt wirklich was machen? Oder ist es nur Gelaber gewesen? Finden wir es raus. I guess. Wo ist jetzt wieder Kakariko? Hier, ne? Ja, Kranzruinen, genau. Boah. Ja, aber krass. Also das mit dem Drachen ist krass. Dass wir es nicht erzählen können, ist nicht so krass. Okay. So, ist jetzt Impa hier? Oh. Dorian ist schon mal hier. Seid gegrüßt, Herr Link. Die Nacht ist schon hereingebrochen, mit denen ich mich im Gast entspannen. Ne, Dorian war schon immer hier. Wer der andere war, der Dings begleitet hat, ne? Da ist ein Buch unterm Bett. Kann ich das lesen? Oder kann ich das rausziehen? Nö. Ist einfach ein Buch unterm Bett. Okay. Aber Impa ist jetzt nicht hier aufgetaucht, scheinbar. Oh. Ja. Oh. Die schönen Kranzchen wirkt ganz hier ähnliches wie über die Weißen. Ja, aber das ist ja das Ding. Also er kann hier sich mal verpissen. Nee, hat sie nicht. Oh. Aber das bedeutet, dass vielleicht da hier tatsächlich irgendwas versteckt ist. Alter, okay. Ich wollte nur hochgucken. Oh? Ich sag jetzt nichts mehr zu dir, sonst kommt dir irgendwas Beleidigendes dabei raus. Ja, aber Impa ist nicht hier, ne? Also ich weiß nach wie vor nicht, was man triggern muss, dass es hier weitergeht. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas muss man hier triggern, dass es hier weitergeht. Aber ich habe keine Ahnung, was oder wie. Da es jetzt regnet, kann ich mich hier nicht einfach an ein Lagerfeuer setzen. Was auch ziemlich doof ist. Okay, es hat aufgehört zu regnen.
Ansonsten gibt es hier kein Lagerfeuer. Habe ich dir schon alles gezeigt aktuell? Oh. Weiß ich nicht, ob ich neue gefunden habe. Oh. Ich schätze schon. Oh. Oh. Okay, scheinbar habe ich nicht eine neue gefunden. Ah. Ja, ihr gewinnt jeden Tag überhaupt keine neuen Erkenntnisse. Okay. Hier geht eine Schweider. Ärgerlich. Kann ich an dem Feuer warten? Yes. Na dann. Mal gucken, ob da noch was geht. Aber ich find's, also ich bleib dabei, ich find's richtig dumm, dass die Erkenntnis, die man jetzt hier in diesem Teil erhalten hat, dass die nicht in der Hauptstory verwendet wird. So, ich meine, klar, man muss jetzt noch überraschen, dass da, ne, dass da die Fake-Zelda ist. Und, oh nein, damit hätte ja niemand gerechnet. Aber wenn man es jetzt halt auf die Art und Weise erfährt, dass es keine, dass es nicht die echte Zelda sein kann, dann muss es doch Einfluss nehmen, normalerweise. Keine Impa. Kein Dorian. Also ich schätze, dann hat Impa das nur so gesagt. Ich sehe sie hier leider nicht. Jetzt steht sie wieder hier. Das ist doch alles nervig. Na gut. Hier geht nichts, keine Impa da. Holen wir uns einen Ausdauercontainer. Wir haben wieder 4. Okay. So, aber das heißt jetzt... Ja, was heißt das jetzt? Ich könnte jetzt so kleine Quests weitermachen, bin ich eigentlich jetzt nicht so Fan von. Wobei mir eine Quest gerade spontan einfällt. Habe ich da... Ja, komm. Let's go. Wir wissen ja glücklicherweise schon, was wir zu tun haben. Das ist der große, große Vorteil. Wo war das? Hier war das, ne? Genau. Ja, dir ist kalt, ist ja gut. Hier, du kriegst deinen Kopf wieder hier. So, ja, in die Richtung. Genau. Ja, und wir wissen ja schon, wie wir den Drachen wie wir das Fossil wieder zusammensetzen müssen. Jetzt akzeptiert das dann ja scheinbar auch. Und damals hat es halt nicht akzeptiert. Was halt dumm ist. Aber jetzt ist die Figur, jetzt ist die Person dann dort und dann geht's damit auch weiter. Naja. So. Wie gesagt, ist ja nicht weit bis dahin.
ist ja glücklicherweise nicht weit. Sind die jetzt ab? Habe ich die damals nicht alle kaputt gemacht oder sind die einfach wieder da? Man weiß es nicht. So, da ist sie jedenfalls. Jetzt rede ich erst mit ihr, dass wir auf jeden Fall diese Quest triggern. Ich fotografiere es, wenn es vollständig ist. Ja, natürlich. Knochen vom Skelett gelöst haben. So, wo genau muss ich die ransetzen? Okay, hier. Gut, alles klar. Der ist jetzt eindeutig auch, ja. Und der ist auch eindeutig. Okay, gut. Kriegen wir hin. Ja, kriegen wir hin. Ich hoffe, ich musste nicht wieder alle freisetzen, weil das haben wir ja schon gemacht. Okay, doch, der ist schon frei. Sehr gut. Jetzt wissen wir ja, wie gesagt, auch, wo er hin muss. Das wussten wir damals auch nicht. Sie hat uns jetzt ja gezeigt, wo er hin muss. Glücklicherweise. Und der auch noch. Und auch der ist schon frei. Der war in einem riesigen Eisding damals drin. Und auch den weiß ich, wo er hin muss. Nur damals durfte ich noch nicht. Das ist halt echt dumm. So, jetzt ist die Frage, wie genau muss das jetzt wieder sein? Ich habe damals so viel rumgemacht. Hier, ihr wisst das noch. Ihr wisst es alle noch. Wie viel wir da rumgemacht haben, bis der da reingepasst hat, ne? Und es hat halt nichts reagiert. Und dann war ich mir unschlüssig. Aber jetzt wissen wir, dass es richtig ist. Okay, das war wohl verkehrt. Immer noch verkehrt rum. Okay. Also dann muss der in die Richtung zeigen. Okay. Hallo. Die Richtung müsste jetzt stimmen, oder? Ah ne, ich glaube, die passt wieder nicht. Aber er nimmt das auch nicht an. Oh, das wird anstrengend. Oh, Gott sei Dank. Sehr schön.
Es war ein bisschen anstrengend. Aber nicht so schlimm. So, aber damit haben wir 2 von 3 geschafft. So. Jammer nicht rum, es ist fertig. Und jetzt zum dritten. In Gerudo. Okay. Waren wir da schon? Oder ist der weiter hinten? Oh, Bruder. Da habe ich überhaupt kein Port hin. Scheiße. Ah. Na gut. Aber das machen wir jetzt noch. Das ziehen wir jetzt noch durch. Ja, ich... Okay, to be honest, von dem Eingang aus, vom Donnertempel, bin ich am schnellsten dort. Das ist gar nicht mal verkehrt. Aber das ist innen drin jetzt, ne? Das ist innen drin. Ja, das jetzt... Ah. Er sitzt doof. Komme ich hier irgendwie raus? So auf normalem Weg? Ja, was so... Also das ist ein Nein, ne? Man kommt hier nicht auf normalem Weg raus. Die Frage ist jetzt, bin ich schneller hier durchzulaufen? Oder bin ich schneller von Gerudo Stadt aus nochmal loszulaufen? Warte mal. Wo lande ich jetzt? Da müsste ich doch jetzt komplett den ganzen Tempel hochschießen. Das muss mich doch jetzt rausbringen. Nice. Ist hier oben drauf. Oha. Okay, wir müssen unbedingt den Tempel erklimmen. Safe ist da oben irgendwas. Ja, perfekt. Susch. Ja, eine Truhe. Better be worth it. Okay. Ja, kann man anbieten. Das ist aber jetzt normales Zeug hier, ne? Die Frage ist jetzt nur, ist hier noch mehr in dem Sandhaufen? Nein. Okay. Oh.
Ah, das sind die. Ich wollte gerade sagen, das sind die Stellen, wo das Licht reinkommt. Das ist der Boss, die Boss-Arena da unten. Auch interessant. Okay, warte mal kurz. Ich müsste zwar wieder hochkommen, aber zur Sicherheit. Raum des Ruhmes dichts. Interessant, dass man hier nochmal rumlaufen kann, ne? Aber komme ich jetzt hier auch wieder raus? Ja. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Weil das würde dann bedeuten, dass ich mich nur rausporten kann. Aber ich kann wahrscheinlich rausklettern. Ja, aber genau deswegen habe ich nämlich das gemacht, dass ich viel schneller zurückkomme. Okay. Wir wollten zum Fossil. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Macht aber nichts. Das Fossil muss dann ja hier irgendwo sein. Sieht man das von hier? Man sieht nichts. Ja, das hat die doch hier irgendwo eingezeichnet. Wieso sehe ich kein Fossil? Wieso sehe ich kein Fossil? Ich sehe auch auf der Karte kein Fossil. Sonst hat man es ja auf der Karte auch immer so ein bisschen gesehen. Oh. Stimmt, da waren wir schon mal. Da ist mein Teleportmedaillon! Da ist mein Teleportmedaillon! Ich bin der King? Wieso ist denn da mein Teleportmedaillon? Was habe ich mir denn da gespeichert? Aha. Ach, den Krog, ne? Den Krog, wie man hier runterspringt. Stimmt. LOL. LOL, und das bringt mich jetzt zum... Oh mein Gott. Das bringt mich jetzt einfach zum Fossil. Wie cool ist das denn? Ja, nice. Allerdings wird es hier nicht als Fossil jetzt geklärt, ne? Irgendwie ist es auch nicht das Fossil. Ah, schade. Da ist auch noch ein Stück Gerippe. Ist das das Fossil? Verzieh dich. Drecksieger. Du kannst dich gleich mit verziehen.
Drecksexer Alphos. Ist das da drüben das Gerippe? Gerippe des Fossil? Sieht ein bisschen größer aus, aber es ist auch nur so halb, ne? Das scheinen einfach normale Knochen zu sein. Aber das ist halt. Sonst, wenn das so groß ist, zeigt es das doch auch als Fossil an. Wenn wir wüssten, dass es das Fossil ist, wenn jetzt sie hier irgendwo wäre. Aber sie steht hier ja auch nicht. Nee, das ist. Hier sind einfach überall riesige Knochen. Aber das Fossil, von dem sie geredet hat? Ich sehe hier gar nichts. Nein. Nein. Aber da ist Rauch. Hat sie sich dahin. Ist sie da vielleicht? Oder ist da was an. Oha. Da ist was anderes. Da ist ein Schrein. Das ist alles nicht so gut. Das ist alles nicht so gut. Ist jetzt der Plot-Twist, dass sie kein Fossil gefunden hat und jetzt vor dem Moldings gerettet werden muss? Ist das die Reise für mich? Oder wie sieht's aus? Wait. Wo kommt der denn jetzt her? Das ist nicht der da unten, oder? Ist das nochmal ein extra Moldora oder ist jetzt wirklich bis hier hochgegangen? Das ist der gleiche. Ja, leck mich doch fett. Okay, wir versuchen jetzt darüber zu kommen. Ne, das ist eine Gerudo, das ist eine ganz andere. Das ist eine ganz andere Quest, scheiße. Wie konnte ich so achtlos sein? Ich war so auf meine Suche fixiert, dass ich ins Revier einer Moldora eingedrungen bin, ohne es zu merken. Ich konnte mich gerade noch hier hinaufretten, aber runter kann ich jetzt nicht, denn das Monster reagiert auf Geräusche und würde sofort angreifen. Okay. Sie frisst alles. Wenn ich von hier herunterfalle, dann... Oh je. Wow, Treffer. So, ich muss auf jeden Fall Bombenpfeile draufschießen. Wenn sie rauskommt. Okay, sie kommt noch nicht raus. Mit einem normalen Pfeil vielleicht noch.
Nein. Nein. Ja. Mist. Okay, aber so muss es funktionieren. Okay, sie reagiert auf den Pfeil. Und dann geht sie den Pfeil ins Gesicht. Geil. Okay. Ich habe zum Glück noch eine Fee, aber das war jetzt nicht so gut. Okay, aber mit einer Runde kriegt man sie ziemlich weit weg. Das war's. Okay, der Masterschwert hat sich schon wieder erledigt. Das ist nicht so gut. Wir haben nichts Starkes gerade. Das ist gar nicht gut. Okay, dann der Ivarbohrer. Nee, das wird nicht reichen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir brauchen was Starkes. Schattenzweihänder. Ja, komm, let's go. Nein, das reicht nicht. Ich werde bekloppt. Das ist nicht gut. Jetzt reicht's aber. Boah, wir haben unseren ersten Moldora besiegt. Holy shit. Ist sie weg? Oh, jetzt krieg ich keinen Loot. Ich krieg keinen Loot von der Moldora. Willst du mich verarschen? Ah. Den Spuckladen in Gerudo-Stadt. Oh, stimmt, die hat gefehlt. Spezialwaffen. Mhm. Okay. Ja, jetzt habe ich eine Moldora erledigt und krieg den Loot nicht von der Moldora. Doch, krieg ich. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Weil die haben nämlich ordentliches Zeug immer. Und erstmal hier, ne? Moldora-Kram. Moldora-Kiefer. Noch irgendwas? Nichts, was Dings ist. Okay. Sehr geil. Sehr cool. Gerudo-Bogen. Oh, ist aber ein besserer Gerudo-Bogen als der, den wir haben. Dann machen wir das so. Cool. Okay, ich gehe noch schnell zum Schrein. Dort schließen wir den Part ab. Ich habe meine ganzen Feen schon wieder verbraten. Aber was soll's. Ich denke, das war's wert. Und jetzt kann ich Spezialwaffen anfertigen lassen in Gerudo-Stadt. Okay. Ja, aber jetzt haben wir das letzte Fossil noch nicht gefunden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Macht aber nichts. Wir haben genug erlebt in dem Part, würde ich sagen. Wir haben genug in dem Part erlebt. Aber ich bleib dabei, es ärgert mich schon. Oh, scheiße. Was ist das denn für ein Schrein? Och nee. Schnauze. Hup.
Schnauze halten hier. So. Gut. Den machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Thank you.